Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Quick Talk Event mit Martin. Hi. Benjamin. Hallo. Und Melanie. Hi, hi. Und mir natürlich. Hi, ich bin Anna. Auch heute schauen wir uns einfach mal ein paar Fragen rund ums Gaming an und wie immer machen wir das sehr spontan. Also freut euch auf eine lustige Runde. Ja, wir haben die Fragen von 3 bis 47 sind wir aktuell. Ja. Ich bin bereit. Nummer 20. Ich traue mich nicht hinzugucken. Ist es ganz spoilerheftig? Der beste Einstieg in ein Spiel. Ich würde sagen, das ist nicht. Das ist Anti-Spoiler eigentlich. Stimmt. Oh, GTA 5. Ich weiß, es ist unpopulär. Ist ein populäres Spiel. Müsst ihr irgendein Indie nennen oder irgendwas? Nein, GTA 5. Vom Bruch? Ja, doch, von ihrer Backstory mit dem Bruch. Das war so eine richtig coole alte Michael Mann-Intro-Story. Aber der beste Moment ist, wenn er später in seiner Villa auf dem Liegestuhl liegt, an dem Pool. Du hörst, wie sich seine Familie im Hintergrund so den üblichen Familienzoff liefert, wie sich reiche Leute streiten. Er setzt diese Kopfhörer auf und Phil Collins' I Don't Care Anymore fängt an. Das ist nice. Perfekt, ja, perfekt. Das war einfach perfekt. Also ich weiß nicht direkt, ob das als Einstieg zählt, aber ich habe es immer richtig, richtig gehypt, wenn ich bei den Borderlands-Spielen einfach dieses Intro-Trailer-mäßige Ding gesehen habe. Und das hat mich schon richtig irgendwie reingerissen in dieses Laufen jetzt gleich rum, knallen ein bisschen und keine Ahnung. Also das haben die schon echt super gut hinbekommen. Da war es auch ziemlich egal, dass man dann irgendwie ein bisschen mit Claptrap rumlaufen musste und das vielleicht ein bisschen lahm war am Anfang. Aber die Intro-Sequenz war, also das war schon immer sehr nice. Das Spiel danach anzufangen war ein bisschen ein Downer, da hast du völlig recht. Echt? Naja, man konnte nicht all diese Dinge tun, die da passierten. Und das war nicht ganz schön lahm und man hatte eine Schrottpistole und alles war doof. Das stimmt. Eine Weile zumindest. Das ist aber, das fiel mir zu GTA, fiel mir das noch ein, was ich bei Open-World-Spielen allgemein nicht mag oder bei Spielen mit halbwegs großer Welt, ist, dass man am Anfang erstmal durch diesen Erzählschlauch muss, obwohl ich eigentlich endlich losmachen will und Dinge tun, Kram, irgendwas. Aber das finde ich schön, wenn Spiele das verbinden. Das fand ich auch ganz positiv bei Hogwarts Legacy, das habe ich ja auch geschrieben, dass dieses ganze Intro-mäßige und ein bisschen Tutorial-mäßige und Einleitungsmäßige alles so ein bisschen zusammen in so einer, ja, in so einer erzählerischen Einleitung mit so ein bisschen interaktiven und was weiß ich, also alles so ein bisschen zusammengewürfelt haben, aber es wirkte halt recht flüssig und nicht so komplett vom Spiel irgendwie abgekattet. Also das war so ein flüssiger Übergang zwischen diesen Ebenen. Das fand ich ganz nett, weil dann die Immersion nicht so flöten geht. Also schlimm fand ich es bei Uncharted 3, das weiß ich noch, das ist irgendwie hängen geblieben. Dass man am Anfang, eigentlich man wollte Action, man wollte spielen, man wollte Dinge tun, aber stattdessen musste man langsam irgendwo überall langlaufen, über diesen Marktplatz, über irgendwelche, keine Ahnung, Häuser lang. Man durfte eigentlich nichts irgendwie frei tun. Es war wirklich, der nächste Punkt war immer keine 10 Meter weg und man musste ihn langsam erzwungen erreichen. Das fand ich deshalb ganz, ganz geil, weil es so ein bisschen ein Gefühl für die Welt gab und weil ich komme da aus einer anderen Ecke. Ich mag Uncharted nicht so sehr, weil ich das als Shooter- und Actionspiel nicht so prall finde und war deshalb ganz froh, dass es da noch nicht anfing mit dem. Ich habe aufgehört zu spielen, als die Action anfing tatsächlich. Ja, da kam bei mir zu sehr durch, dass das beste Intro eines Spiels ein Startbildschirm ist, wo drücke Start draufsteht und dahinter kommt dann das Raumschiff und es geht los. Das Super Nintendo hat das meistens schon richtig gemacht. Also noch am schlimmsten hätte ich noch ein Beispiel bei Final Fantasy 12, wo man ja einfach die ganze Zeit einen Schlauch langläuft und erst so im letzten Drittel in eine offene Welt kommt. Das ist halt das Paradebeispiel für einen Schlauch. Das war 13, meinst 13, du, oder? Genau. Ah, 13, sorry. 13. 13, 12. Oh, 12 war auch nicht gut, aber 13 war... 13 war einfach geil. Ich wollte gerade sagen, ja, bei 12 war das auch irgendwie alles ziemlich schlauchig am Anfang, dass man da auch irgendwo langlaufen musste, weiß ich noch. So richtig frei war das auch nicht. Nee, das stimmt, ja. Die ersten paar Schritte. Aber bei 13 hörte der Schlauch halt nicht auf, ja. Ich dachte auch, es gibt keine offene Welt mehr. Also nach 2-3 Stunden dachte ich, irgendwann muss es mal losgehen. Bis man dann, ich glaube, es sind noch 5 Stunden fiel der Groschen, dass ich gefangen bin in diesem Spiel und dass alles ganz furchtbar bleiben wird. Ja, genau. War bei mir ähnlich. Ja. Was ich cool fand, das hat am Anfang völlig berechtigterweise einen Schlauch, weil es ein Rennspiel ist, nämlich Need for Speed Most Wanted. Und das fängt, da fährt man zu Muse, Butterflies and Hurricanes ins Spiel und in die Stadt rein. Und das ist einfach großartig, fühlt sich das an und dann geht's los. So, das war geil. Ja.
Ich habe tatsächlich so ein edgy Indie-Game, wo ich das Intro richtig geil fand, und zwar Paradise Killer. Es fängt nämlich so an, dass man aus so einem, man ist eine Detektivin und man kommt aus einem, wie heißt es denn, wenn man so weggesperrt wird auf eine Insel? Das ist Gefängnis? schon Gefängnis quasi da. Exil, ja. Die kommt Exil, aus dem Exil, genau. stimmt. Genau, die kommt aus einem Exil und sie muss aus diesem Exil auf eine Insel springen. Und die Einleitungssequenz ist quasi, sie steht auf dieser Brücke und springt so tausende Meter runter. Und Ja. dann fängt so die poppige Intro-Musik an und das ist einfach richtig geil. Es ist wirklich eins der schönsten Intros. Aber das Der Spiel Soundtrack danach war war halt nicht so eh cool. spannend. Oh, ich fand's gut. Ich fand's auch cool, ja. Es hatte schon seine Schwächen, aber ich fand es ganz Ja. cool. Musik war gut. Musik war sehr gut. Nee, aber also ich glaube, wenn man halt viel Lesen nicht nervig findet, dann findet man es gut, weil man muss echt viel kleinen Text lesen. Ja. Das stimmt, ja. Und man macht ja auch immer das Gleiche und da verändert sich recht wenig. Das verändert sich weniger, als ich gehofft hatte, tatsächlich, durch das, was man eigentlich tut. Das Ich stimmt. wollte lieber spielen als lesen in dem Falle. Das war. Ich habe mir das Ja. geteilt, dann war das immer ganz gut, ja. Und um mal ein ganz großes Kaliber aufzufahren und ein bisschen Naughty Dog in rechtes Licht zu rücken, was natürlich ein grandioser Einstieg ist, ist Last of Us. Ich glaube, da braucht man nicht drüber reden, oder? Ehrlich gesagt, ist bei mir zu lange her. Was war denn der Einstieg? Den ersten weiß ich auch Ich habe das nicht. Ding vor 10 Jahren gespielt oder so. Also, als Ja, es ich auch. Und rauskam. danach nie wieder? Nö, eigentlich nicht. Schien für mich Okay. abgeschlossen. Ja, schon, aber es war einfach so gut, dass ich es ein paar Mal gespielt habe. Da sieht man doch aus Sicht von Joels Tochter, wie der Ausbruch des Ganzen losgeht. Ja, genau, man spielt zuerst sie und dann passieren furchtbare Dinge. Joel kommt ins Haus zurückgerannt, dann setzen die sich ins Auto und fahren Ja. los. Ja, doch, da Was? war was. Das in verkürzt und krasser fand ich bei The Division 1 gut. Das war ja auch der erste Trailer, wo im Prinzip einfach nur so in Bildern ein bisschen Musik und so Eindrücken, die innerhalb von 2 Minuten diese Pandemie Stimmt. losgeht. Und das Ja. halt von, ja, okay, einer hustet bis völlige Katastrophe in 1,5 Minuten. Das war recht Ja. eindrücklich. Da brauchte man auch gar nichts weiter erzählen. Es war klar, was passiert ist, alles ist schlimm und ein guter Grund, um jede Menge Knarren und Loot zu sammeln. Die hatten ja auch ganz geiles Interactive, also Environmental Storytelling, meine ich, Auf jeden Fall, in da waren die Division 1 wirklich und gut 2. drin. Ja. Ja. Wirklich unterbewertete Spiele eigentlich im Nachhinein. Hätten ein Ja, bisschen aber mehr Welle noch machen können. ich finde sie großartig, ja, und ich hätte gerne ein drittes. Ja, wahrscheinlich Ja. kriegst du Watch Dogs 4 oder so. Mal sehen. Ist ja fast genauso gut oder so. Ich mag das auch immer, wenn ich ganz am Anfang irgendeine sehr wichtige, coole Entscheidung treffen darf. Ich meine, so Klassiker-Pokémon, so wenn man dann vor den drei steht und sich dann eins aussucht, sowas finde ich auch immer sehr nice. Was den Rest des Also. Spiels bestimmt. Ja, genau, was so irgendwie den Verlauf bestimmt, wo ich weiß, so, oh, danach gibt's kein Zurück mehr, das muss ich jetzt tun, sowas, das catcht mich halt auch mal gleich, weil ich danach das Gefühl habe, jetzt muss ich so spielen, dass sich die Entscheidung auch gelohnt hat. Keine Ahnung. Das fühlt sich schon immer ziemlich krass Also nicht wie an. bei Skyrim, wo einfach alles egal ist, was du auswählst. Skyrim hat das beste Intro Du auf jeden denkst, dass es irgendwie wichtig ist, aber nichts Fall. davon spielt irgendeine Rolle. Das letzte Mal, wo ich Skyrim gestartet habe, war ich von dem Intro nicht ganz so zufrieden. Es war die alte Version, die mein Freund noch auf dem PC hatte. Und im Grunde fuhr ich in der Kutsche und alles würfelte sich rum. Ich würfelte, die Kutsche Ach, würfelte geil. sich rum und das Spiel und alles. Und mein Kopf war auch nur noch so, okay, nee. Muss Das ist jetzt ein nicht. bisschen älter. Danach startete ich es auf der Xbox. Da funktionierte es dann gut. Ein Intro, was mir noch Ach, Mann. eingefallen ist, ist Bioshock Infinite. Das hat auch so einen ähnlichen Ja. Vibe, weil man halt, ich liebe das halt, wenn man so irgendwie aus einer Welt kommt und dann eröffnet sich so eine ganz andere Welt mit so einer eigenen Ästhetik und einer eigenen, also es ist so ein Wow-Moment, wie wenn man irgendwie irgendwo im Urlaub ist und dann was richtig Schönes erblickt oder so. Da würde ich fast noch den ersten eher nehmen, weil Infinite hat es dann ja eigentlich nochmal gemacht, praktisch. Ah, Klar, okay. war jetzt oberirdisch und sah irgendwie auch cool aus, Genau. aber natürlich das erste Mal diese Unterwasserwelt. Und natürlich, weiß ich nicht, wann war das? 2006, 8, 10? Sehr lange her, 10 würde ich ja. sagen, so in dem Dreh. Weiß ich gerade gar nicht. Da war das schon noch sehr beeindruckend, diese Demo da am Anfang runterzuladen, wo man dann runtergefahren ist. Das war schon so, okay, das will ich jetzt sofort spielen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Coole an Infinite war nochmal, dass man
so in die Wolken geschossen wurde. Ja, genau. Ja. Das war einfach super beeindruckend da. Es sah Aber die, fantastisch aus. ja, aber stimmt, die Fahrt nach Rapture rein ist natürlich auch grandios. Deswegen war der zweite auch nicht mehr so beeindruckend dann. War ja ein gutes Spiel und alles, aber es war so, ja, okay, ich hatte das gerade erst gesehen. Vor einem Jahr oder zwei. War ja nicht so viel Abstand Stimmt. dazwischen. Ah, nee, aber ich hatte mich noch nicht satt gesehen, tatsächlich. Und es war spielerisch so viel besser und die hatten ein paar coole Kniffe drin. Ohne Frage. Ich glaube, es war das bessere Spiel, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Aber ja, es war natürlich dieser eine Moment, den kann man halt nicht wiederholen. Ja. Fand ich auch bei Infinite. Ich Das hatte war so ja was auch ganz anders Ähnliches. konzeptioniert. Ja, stimmt. Sorry. Alles gut. Ich hatte so was, also so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch irgendwie ein bisschen bei Subnautica, weil man da ja auch nicht so, Ja. beziehungsweise man weiß, dass es unter Wasser ist, aber allein diese Sequenz, wo du halt abstürzt und dann plötzlich irgendwie da unter Wasser bist und dann erstmal dich irgendwie so ein bisschen die Welt herumtauchst, so, das war schon irgendwie auch beeindruckend. Ich meine, irgendwann gewöhnt man sich auch an die Welt, aber gerade so das erste Mal ist schon immer cool, wenn man irgend so eine richtig, richtig schön gemachte Welt hat und da dann so ein bisschen reingeworfen wird. Ja. Mir fiel noch, weil du es vorhin gesagt hattest, dass man am Anfang eine coole Entscheidung treffen muss. Ein Advent Rising, ich weiß nicht, ob das einer von euch gespielt hat. Das fand ich damals total Ist cool. lange her, aber ich Ja, weiß es nicht mehr, ist was die wirklich. Entscheidung war. Die Entscheidung war, also erstens ist der Einstieg deshalb nett, weil man erst gemütlich mit einem Raumschiff zu sehr schöner Musik in der Raumstation fliegt, dann läuft man da herum, lernt Leute kennen, macht ein bisschen Training, das ist alles ganz, ganz cool. Und dann passiert da was, die wird angegriffen und man muss sich letztlich entscheiden, ob man die Freundin oder den Bruder rettet. Was natürlich krass ist. Und das Geile ist, die Entscheidung kommt auf eine super coole Art und Weise zurück mit dem ganz am Ende dann. Will ich nicht, ja, das Spiel ist uralt, soll ich das vorwegnehmen? Ich weiß es Also ich habe es nicht. nicht durchgespielt damals. Ich fand es nicht so Oh. spannend ab einem gewissen Punkt. Ich Ja, weiß, ich habe es. es eine Weile gespielt, ein paar Stunden rein, aber dann irgendwann, keine Ahnung, ich weiß nicht, zu lange her. 2003 würde ich sagen. Kann das hinkommen? Ein bisschen jünger ist es, 2,5, 2,6, irgend sowas. Weiß ich nicht mehr. Bevor wir raten, haben wir gesagt, Schon nach, Advent ja. Rising. Aber hat einen der geilsten Showdowns, tatsächlich. 2005, ja. Ja, das war Wenn die cool. Grafik heute sieht. Und was haben wir gespielt? Freiwillig. Ja, schau dir mal. Auch ein geiles Intro. Schau dir mal Half-Life an. Wie das hier altert Hey. ist. Ich habe den zweiten letztens gespielt. Der hält sich gut. Und der hat auch Das ein stimmt. fantastisches Intro natürlich. Ja, absolut. Es macht bis heute keinen Sinn, weil die sehen ja keinen Sinn drin, das Spiel hier fertig zu erzählen. Aber wird schon alles irgendwo seinen Sinn haben. Ja. Aber das ist halt einfach, das sind wirklich, das sind coole Sachen, wenn man in die Welten reinkommt und man kann erstmal, man kann alles schon ausprobieren und machen eigentlich. Also man wird nicht gegängelt und lernt halt so ein bisschen diese, ich mag das halt an Schauplätze kommen, die irgendwie anders und interessant sind und dann Dinge da zu tun. Und wenn das funktioniert, dann kriegt ein Und Spiel Half-Life irgendwie 2 hat Sinn. das Tutorial intelligent gemacht. Du bist in die Story eingebunden, dass du Dinge tun solltest. Das ist leider auch nicht immer der Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, beim ersten Mal fand ich das noch richtig, richtig schwer, Half-Life 2. Ja? Dass ich das erste Mal gespielt hatte. Da kam ich auch mit den Physiksachen noch eher so bedingt klar, weil das halt so gegen die Natur lief, was man sonst gewohnt war, sprich eine Shotgun. Und dann Ja, war das dieses stimmt. Horrordorf total schwierig, weil es ja relativ viel wenig Munition gab, außer du warst halt schlau genug, irgendwie diese Gravity Gun und diese Kreissägen zu benutzen. Und dann war ja Ja, Munition genau. auch kein Thema mehr. Ja, aber das stimmt. Da muss man erst sich reindenken, wie das eigentlich funktioniert, weil das war wirklich neu. Ich finde Ich auch, hatte. wenn Sachen so cinematisch gut sind, also ich musste gerade wieder an Yakuza denken, bei Like a Dragon hatte ich das ja auch ganz gut. Dass der Start halt auch sehr, also er war sehr bildlastig, aber die Geschichte ist halt so gut erzählt worden. Also ich meine, es gab in den ersten Stunden wirklich viele Zwischensequenzen und eher so wenig zu spielen. Und normalerweise würde man denken so, boah, puh, aber ich fand das eigentlich ziemlich nice. Also mir hatte eigentlich alles gefallen, was ich gesehen habe. Und das muss man halt auch erstmal als Spiel schaffen. Ja, dass man sich das Das. dann freiwillig zu Ende anguckt, gerade bei diesen Japan-Titeln, die halt wirklich sehr statisch sind und viele Text und. Ja, die Yakuza-Sachen, die Welche? Ach kommen ja, nach du. 20 Stunden erst richtig ins Spiel rein, Ja. ehrlich gesagt. Das, Jo. aber das eine der coolsten Einführungssequenzen, die ist auch schon ein bisschen im Spiel drin, hat das vierte Yakuza. Da spielt man mit vier Charakteren, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und einer von denen, der kommt, da sieht man in der Rückblende, wie er in ein Café oder ein Restaurant geht.
und dort alle niederschießt. Und das ist so eine krass gut inszenierte Szene, die ist wirklich fett. Also die ist mir echt in Erinnerung geblieben. Die ist super. Brauchen ein komplettes, zeitgemäßes Remake der kompletten Serie gemacht von Naughty Dog. Weil die können Technik. Und Szenendesign und sowas. Von Yakuza. Ansonsten Story alles 1 zu 1. Nur nichts verändert. Aber Naughty Dog remaked Yakuza 1 bis wo auch immer wir sind. Okay. Ich glaube, wir sind vom Thema abgekommen. Aber es wären super Intros. Ja. Ich glaube, die Hälfte ging sowieso eher darum, welche Einführungssequenzen schlecht waren. Oh, da habe ich noch was. War Und das nicht die zwar, ursprüngliche Frage? das war gut. da habe ich noch was. Und zwar, obwohl ich die Spiele sehr mag, Ratchet & Clank und jetzt gerade auch Star Wars, Fallen Jedi spiele ich gerade. Und da habe ich auch das Gefühl, da ist halt dieses, bis man zu den Planeten kommt, die man bereisen kann, muss man halt erstmal durch diese Story durch. Und ich finde, die sind beide gut eingeführt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine schlechte Erinnerung an die Einführungssequenz habe. Aber es ist schon auch erstmal sich durcharbeiten, bis das echte Gameplay kommt. Ja, es ist eine Menge Tutorial und hier suche diese Waffe und finde das und jetzt crafte kurz das. Ist schon ein bisschen PS2-Style noch, ja. Sind sich treu geblieben. Ach, bestes Intro in die ganzen Souls-Games. Kurze sinnlose CG-Sequenz. 3 Minuten später brezelt dir der Boss eins drüber und danach kannst du machen, was du willst. Es Oh, kümmert sich eh keiner mehr um dich. Nio ist so schlimm. Oh, ja. Ich hab das früher geliebt, die CGI-Sequenzen. Ich habe die so gerne angeguckt. Irgendwann war es dann, irgendwann hatte ich die Nase voll davon, aber als das alles noch neu war mit dieser Computergrafik, sah einfach fett aus. Also ich fand, das endete dann so mit der PS3-Ära oder so. Ja, spätestens vorher schon. Also eigentlich schon PS2 irgendwann. Ja, genau, ich weiß. Ich habe letztens mal die 10 Minuten mir vom Lawnmower Man angeguckt, nochmal, die damals im Kino auch liefen. Okay. Die im Kino einfach, es war das Geilste, was es jemals geben würde an CG. Und dann, jo, wir sind schon weitergekommen. So, auf Nintendo DS oder so. Ja, Schlecht gealtert, genau. der Kram. Insoweit diese ganzen CG-Intro-Sequenzen heute zu gucken, so damals fand ich das richtig, richtig gut. Warum eigentlich? Und heute sieht es in Echtzeit 1000-mal besser aus, gell? Das ist echt krass. IWAR, Independence War, das war so eine Weltraumsimulation, wo man eine sehr geile Sim quasi. Und die hatten ein 20-minütiges Science-Fiction-Film-Intro. Das war cool. Hab das geliebt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das geschaut habe. Einfachere Zeiten. Nächste Frage. Neun. Ah, Ui. welches Remaster ist am besten gelungen? Remaster oder Remake? Ich auch gerade Remaster, fragen. Remaster. Ist Remaster? Muss ich War nicht. Demon's Souls ein Remaster? Nee, das war Remake. Remake, Also ich komplett. kann da nicht viel zu sagen. Ich glaube, da habe ich tatsächlich fast keine gespielt, wenn ich mich erinnere. Also eigentlich Super Mario 1 bis 3 in der All-Star Collection. Keine Ahnung. Welches ist ein Remaster? Ich bin kein großer Freund mehr von Remastern. Also dieses einfach nur die Auflösung irgendwie ein bisschen hochziehen, Texturen nicht anfassen. Das macht für mich nur bedingt spielbarer, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ja, nur damit das dann läuft auf den aktuellen Konsolen. Naja, wobei ich fand zum Beispiel jetzt dieses Persona 3 fand ich vollkommen okay. Da sieht man das Alter auch noch an. Aber manchmal finde ich es auch gar nicht so schlecht, wenn man den Spielen das Alter noch ansieht im Sinne von Polygongrafik und so, weil das die Atmosphäre halt noch so wiedergibt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn es dann vom Style, so wie bei Final Fantasy VII, komplett remade wird, dann verliert man manchmal auch so diese Atmosphäre. Und deswegen Viel finde ich Aufwand ist dafür gar Remasters. nicht nötig. Guck dir Silent Hill 2, 3 an. Diese HD-Dinger. Die Atmosphäre war komplett weg, obwohl es technisch die gleichen Spiele immer noch waren. Okay. Das war ganz, ganz furchtbar damals. Ich weiß gar nicht, welche Remaster aktuell jetzt. Ich fand auch Secret of Mana zum Beispiel so, wie Ja. das 2D in dieses etwas billig wirkende 3D.
fand ich auch nicht Obwohl gut. es ein Remake, nee, es ist ein Remake, zählt nicht. Ist kein Also ich Remaster. weiß nicht, kann man irgendwie argumentieren, ich fand es sehr schön, wie League of Legends seine Grafik verbessert hat vor ein paar Jahren. Das war sehr angenehm. Solche Remaster habe ich ja so ein paar auf dem Eher Zettel, Update, aber oder? ja, das sind eher Updates. Aber es ist halt so das, was ich für ein kompetitives Multiplayer-Spiel halt als Remaster vielleicht irgendwie übersetzen könnte. Why not? Benjamin, du bist so schweigsam. Ja, weil ach, die Unterschiede sind eh so fließend und ich tue mich mit der Trennung zwischen Remake und Remaster auch ohnehin schwer. Ich würde zum Beispiel böse sein und sagen, ein hervorragendes Remaster war Shadow of the Colossus. Und ich meine das, was Sony als Remake bezeichnet, einfach weil es im Grunde exakt das gleiche Spiel ist und sich exakt gleich spielt. Ich weiß, die haben das faktisch neu gebaut, technisch, aber es ist halt exakt das gleiche Spiel. Und vor allem, wie unterscheidet sich dann dieses Remake von einem Final Fantasy VII, was Ja. wirklich ein in jeder Hinsicht neu interpretiertes Spiel ist? Ich empfinde das eher als Remake. Ja, deshalb überlege ich ein bisschen, ich weiß es Das, nicht. deswegen musste ich auch gerade an Demon's Souls denken, weil das ja auch im Prinzip nur grafisch aufgebessert wurde, beziehungsweise technisch. Und es ist ja genau das gleiche Spiel eigentlich. Dann sagen wir keine inhaltliche Veränderung als Qualifikation. Ja, Oder richtig. zumindest nur minimal. Welches ist dann das Beste? Weil dann Demon's Souls, ja, Ja, dann würde ich, würde ich glaube ich, auch. konform geben. Das war schon. Shadow of Colossus war auch gut auf jeden Fall. Das war klasse, auf jeden Fall, genau. Demon's Souls habe ich nicht gespielt. Wieso nicht? Warum nicht? Das ist ja ungefähr so, als würde man nicht den ganzen Tag Dead Cells spielen. Welchen Sinn hat das Leben dann? Das war das Ja, erste ich Spiel auf hatte. der PlayStation 5, was ich gespielt habe, tatsächlich. Ich hatte immerhin das Original damals importiert aus Amiland, als es das hier noch gar nicht gab. Taiwan, würde ich sagen, war die Version. Irgendeine Südostasia-Version war das. Das war nicht Japan. Weiß ich nicht Weil das mehr. hatte englische Untertitel und die japanische Version hatte die nicht. Ah. Egal, sinnloses random Gaming-Wissen. Ja. Ja, aber das ist halt deshalb und weil ich mit den Souls-Likes ja nicht immer so warm werde, habe ich das Remake noch nicht gespielt. Das war. Ja, trotzdem. Nee, es ist jetzt keine Ausrede oder so. Das ist Ist einfach nur. Ist das, was ich habe. eine massive persönliche Enttäuschung jetzt hier. Wenn Benjamin die nächsten Wochen nicht dabei ist, dann wundert euch nicht. Ja, so sieht's aus. Genau, die falschen Sätze gesagt hier. Ich mag aber Remaster tatsächlich sehr, ganz allgemein, weil also ich spiele gerne immer mal in ältere Spiele rein. Aus verschiedenen Gründen. Entweder weil ich es noch nicht gespielt habe oder weil ich es sehr mochte. Und dann ist es cool, wenn sie ein bisschen schicker aussehen und sich auch besser anfühlen. Also häufig wird ja an der Steuerung ein bisschen was gemacht, so wie man heute Quality of Life Improvements nennt. Das finde ich schon cool und dann krame ich die ganz gerne vor. So von daher passt das Da eigentlich. gibt es Witcher auch 3 harte hatte. Grenzen. Also Witcher 3 ist ja nun ein Paradebeispiel. Witcher 2 fand ich damals auch sehr beeindruckend, ihr nochmal Update irgendwie. Mal gucken, ob sie das jetzt nochmal sich vornehmen. Aber hier zum Beispiel System Shock gab es ja vor ein paar Jahren dieses, das war, ich glaube, sie nannten es immer noch Remaster. Und es war fast unspielbar. Also aus meiner Sicht, das können System wir einfach Shock? nicht mehr angucken. Habe ich noch gar nicht System, geguckt. nicht System, doch System Shock, ja. Schade, dass du jetzt sagst, dass es so schlecht war. Jetzt hast du es mir tatsächlich angeguckt. Nee, Ja, da gab es. jetzt machen sie ja nochmal richtig Ja, Remaster. Das ist ja genau, nochmal kann wieder eine andere erwarten. Baustelle. Aber Ja. vor ein paar Jahren gab es ja mal ein Re. Nein, jetzt machen sie richtig Remake. Vor ein paar Jahren gab es Remaster, so rum. Und das Ja. war im Prinzip wirklich letztendlich die alte Version irgendwie hochskaliert auf recht brutale Art. Und Ja, das fand ich aber deshalb cool, weil das war das nicht im Grunde eine fangemachte Version, die dann halt auch irgendwie allen zugänglich einfach nur ich gemacht wurde, weil das gab es schon glaube, vorher. also ich habe es auf GOG gekauft, insoweit, keine Ahnung. Ich glaube, die konnte man schon vorher runterladen. Und die hatte halt schon einfach, das war einfach nur, dass jemand das gemacht hat mit diesen Verbesserungen, dass es auf aktuellen Rechnern spielbar war. Von daher fand ich es Gut, auch das ist cool. dann wieder eine andere Baustelle, wenn das einfach nur Fan gemacht ist, natürlich. Aber für, ich weiß gar nicht, 10 oder 15 Euro, die ich dafür bezahlt hatte, war das eine relativ teure Erkenntnis, dass dieses Spiel eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß so funktionieren kann. Ja, ich glaube, GOG hat einfach irgendwann System Shock verkauft und hat diese Version beigelegt. Ich Okay. vermute, deshalb wirkte das so. Also das ist Das kann eigentlich ein sein, ja. cooler Service, aber sie haben einfach nur System Shock nochmal verkauft, das, ja.
Ah, ich weiß, was du meinst. Was ich gerade noch gesehen habe, war Resident Evil 2 wurde doch auch geremastert, oder war das ein ganzes, wurde da Das waren inhaltlich. Remakes sogar. Die waren aber deutlich anders. Okay, das heißt, Also da da wurde ist viel inhaltlich was dazugekommen, ein verändert. bisschen geschaffelt. Das waren nicht mehr die gleichen Spiele. Ja, technisch gesehen waren es schon die gleichen Storys noch irgendwo, aber da wurde schon eine ganze Menge hin und her geschoben. Ja. Also ich musste auch gerade an Let's Go Evoli oder so denken, aber das ist ja auch ein Remake und kein Remaster, Davon weiß ich gar nichts. Erzähl mehr aus der mystischen Welt der Pokémons. Keine Ahnung, hat mich nie ja. abgeholt. Ja, Ja, zu ich alt. hatte ja jetzt dieses Jahr wieder eine Phase. Age of Empires auch. Aber Das es sind ist eigentlich auch schöne wieder, Sachen dafür, ja. es ist auch wieder dieses, wir ändern eigentlich nichts und machen es einfach nur verfügbar für den aktuellen Stand. Gib zu, ich hätte gerne eine erweiterte Version von SimCity 2000. Ja, das gilt als, das ist die Version, die als die beste angesehen wird, oder? Die 2000er? Ich glaube schon eher 3 oder 4. Okay. Weil die waren schon deutlich komplexer. 2 war schon eher ein Entspannungsurlaub. Ja, die Aber das mochte ich so Entspannungsurlaub. daran. Ah, ich verstehe. Ja. Richtig schönes Relax-Game. Martins Animal Aber Crossing. ja, auf jeden Fall. Ja, ich fand die deshalb nie relaxend, weil ich konnte, also ich war immer nicht geduldig genug, die Stadt einfach mal nur anzuschauen und zu genießen. Ich habe immer so schnell vorgespult, dass das nächste Problem anstand. Ich habe immer nur Probleme gelöst und dann, ich habe auch wenig vorausschauend gebaut, muss ich zugeben. Und wahrscheinlich bin ich einfach schlecht als Städteplaner. Und dann lief es immer so aus dem Ruder, dass ich kein Geld mehr hatte und dann aufgegeben habe. Hat etwas sehr Realistisches gerade für mich. Man erstmal die Mechanik durchschaut hatte, gab es immer eine sehr interessante Stadtentwicklung, weil dann hatte man sein Dorf irgendwie so weit ausgebaut, dass es gerade existenzfähig war und eine ganz leichte positive Steuerbilanz hatte. Okay. Dann hast du die Katastrophen ausgeschaltet, den Rechner laufen lassen und bist schlafen gegangen. Am nächsten Tag Was? war dann das Jahr 3400, das Dorf hat sich nicht verändert und du hattest eine Menge Geld auf dem Konto und es gab den großen Boom. Okay, Scheiße, ich habe das alles falsch gespielt. Es klingt echt wholesome, wenn du das erzählst. Hier gab es auch irgendwelche Cheats, die das anders gelöst hätten, keine Ahnung. Stimmt, ja. Wahrscheinlich auch stromfreundlicher. So funktioniert Mining also. Genau, das war Mining 1993, ja. Ja, dass du damit nichts anfangen konntest, leider. Ja, aber sonst weiß ich gar nicht. Es gibt bestimmt was, was ich vergesse, aber mir fällt gerade kein anderes Remaster ein. Haben wir denn noch schön zum Angebot? Ich meine, ja, Last of Us natürlich, aber das ist ja auch. Wie oft wurde Klar. das eigentlich schon geremastert? Dreimal? Zweimal? Zweimal. Zweimal. Ja. Stimmt, zweimal. Einmal die PS4-Version und jetzt die neue, ja. Genau. Ah, Nier Replicant sehe ich gerade. Alter, Ja. natürlich, meine Güte, und das war großartig. Ja. Das stimmt. Ja. Definitiv eins der besten, ja. Wobei das echt an der Grenze zum Remake Ja, war, ich weil wollte gerade das hat sich schon sagen. anders gespielt, ne? Ja. Also die haben im Grunde haben das unangetastet gelassen, aber sie haben so viel neu gemacht, dass es sich besser angefühlt hat für mich. Es war auf jeden Fall das bessere Spiel danach, ja. Ja. Das erste war schon sehr klobig, habe ich gesagt. Ich weiß. Damals, also. Ich habe das im Zusammenhang mit Replicant nochmal gespielt und war sehr froh, dass es Replicant gibt. So sehr ich Nier liebe, also wirklich auch das Erste. Meine eins, wo sie gerne hätten mehr verändern können, wäre aus meiner Sicht Mass Effect gewesen. Ja. Weil spätestens an der Stelle, wo du dann die Fahrstühle benutzt und immer noch diese Fahrstuhlsequenzen hast, die irgendwie 20, 30 Sekunden gefühlt dauern, die eigentlich ja nur dazu da waren, Das um hasse ich so Ladezeiten zu sehr. kaschieren, die es Ja. heute ja gar nicht mehr gibt, weil das Ding läuft jetzt auf einer PS5 oder auf einer Xbox der großen. Das ist, ja, solche Sachen gehören da nicht mehr rein. Teilweise haben sie es ja mit irgendwelchen schwachsinnigen Dialogen so ein bisschen kaschiert noch am Anfang, aber irgendwann hatten die Leute halt auch nichts mehr zu erzählen, wenn du halt das 10. Mal diesen Fahrstuhl rauf und runter gefahren bist. Das waren so Sachen. Und auch so, es beeindruckte technisch nicht mehr ganz so sehr, wie es damals war, aber gut. War jetzt vielleicht auch Hat nicht Sinn der sie schon Übung. was gemacht, oder? Ja, An Mass aber Effect? nicht viel, glaube ich. Okay. Ich sehe auch gerade hier Catherine
Und ich würde es auch eher als Reimagine bezeichnen, als ein Remaster, weil da ja eigentlich, okay, die Grafik wurde so ein bisschen überarbeitet, aber vor allen Dingen ist ja neuer Charakter und neuer Storystrang dazu gekommen. Auf jeden Fall eins meiner Lieblingsspiele, die man immer wieder spielen kann. Aber auch definitiv ein gutes Remaster, wenn man es als Remaster sehen möchte. Also, wenn man bedenkt, dass sie halt nochmal 50% Story hinzugefügt haben und mit der alten verwoben, Ja, es ist kann man schon ein, es ist schon, es ist kein neues Spiel, aber ja, es ist schon echt anders. ein bisschen was auch von so einem erweiterten DLC oder so. Also, Ja. ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen würde. Weil ich meine, das Grundspiel ist ja gleich. Also man kann Gute es genauso Frage. spielen wie die anderen. Also wenn man die anderen Routen nimmt, spielt man ja quasi das alte Spiel. Stimmt. Deswegen ist es so. Ja. Ja, irgendwie haben wir nicht die aussagekräftigsten Meinungen dazu. Man darf es Außer, nicht. dass es diese Dinge gibt, dass wir Genau. sie prinzipiell gut finden. Ja, oder auch nicht. Manchmal. Ich finde es eigentlich immer gut, wenn alte Spiele irgendwie auf die aktuelle Generation kommen und selbst wenn man dann das Budget für ein richtiges Remake oder so nicht hat oder die Zeit, dann bin ich eigentlich immer froh, auch wenn die dann manchmal nicht perfekt sind. So. Also ich als jüngerer Spieler finde das an sich auch ganz gut. Im Umkehrschluss ist es aber ganz oft so, dass ich dann doch aber ganz neue Spiele spiele und gar nicht irgendwie die alten Remaken, remasterten Spiele irgendwie mir anschaue. Also weiß nicht, prinzipiell irgendwie cool, um das nachzuholen, aber irgendwie gibt es dann doch immer andere Sachen, die rauskommen, die einen dann doch ein bisschen mehr hooken irgendwie oft. Also zumindest ist es bei mir so, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, so ein paar Sachen da nachzuholen, die vielleicht noch ganz cool wären. Das ist keine reine Altersfrage. Ich habe letztens auch das Alan Wake nochmal geholt. Irgendwann werde ich es vielleicht spielen oder auch nicht, aber es gibt halt so viele neue Spiele. Ja, das Ding ist, du hast halt schon so einen Stapel vor dir. Du kannst dich gar Genau. nicht auch auf den Ja. Stapel Jetzt hinter dir die alten konzentrieren. auch nochmal da draufpacken Ja, dann. ja. Stimmt. Pile of Shame, eigenes Thema für sich. Genau. Vielleicht Yes. kommt das jetzt in der dritten Frage. Die nicht dritte Frage. Fangen wir an? Hoffe nichts mit Spoilern. Nichts Ich mit hoffe auch. Spoilern? Obwohl, wir sind jetzt am Ende. Wir sind am Ende, wir können spoilern. Wir können jetzt alles erzählen. Benjamin, so, ich Ich bin. erzähle Ich euch jetzt, möchte nicht alles ich gespoilert sage haben. euch jetzt, wie die Serie Last of Us endet. Oder ich spoilere jetzt und sage, ich habe eine 8 gewürfelt. Das werde ich vielleicht dazu sagen sollen und nicht nur die 8 angucken. Okay, oh, was für eine Frage. Roguelike Oh Gott. oder Roguelite? Oh. Ist das nicht so eine Alex-Frage eigentlich? Er ist wahrscheinlich der Einzige, der sich dafür interessiert. Das ist Aber wie bestimmt ist von das nur nie, bei ne? Kartenspielen interessant? Aber ich glaube, das ist eh alles eher Light. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau, welches jetzt genau wo einzukategorisieren ist. In meinem Da Kopf bräuchte ich auch reicht's, erstmal eine wenn es genauere Rogue ist. Definition. In meinem Kopf ist es so, das Schwierige ist Roguelike. Und alles andere ist Roguelite. Ja, aber ich finde die Trennung ehrlich gesagt auch so müßig, weil das ist halt das Roguelike, was ohnehin schon eine Nische ist, das hat sich halt entwickelt und irgendwann kamen dann Komfortoptionen dazu und Erleichterungen viel mehr und also das eine Spiel hat mehr, das andere weniger, aber ich würde gar nicht so eine krasse Trennung zwischen Roguelike und Roguelite. Es stimmt schon, Light ist tendenziell einfacher als Like, ja. Aber für mich Weiterer sind Grund, beides warum Dead Roguelikes. Cells eines der besten Spiele überhaupt ist, du hast beides. Du musst nur ins Optionsmenü gehen und wechselst vom einen zum anderen. Das ist Wie heißt tatsächlich das cool. denn da, wenn du wechselst? Heißt es da Like oder Light oder hat es da andere Bezeichnungen? Und es hat jede Menge Optionen, die du änderst und irgendwann schwankt es dann Ah, von einem stimmt. zum anderen, so würde ich sagen, weil in diesem Spiel ist das auch zu blöde, das zu auszudefinieren. Ja, ist halt ein Roguelike mit Optionen, genau. Ja, finde ich gut. Ja, okay, meine Karten, also die Kartenspiele, die mit diesem Roguelike-Prinzip funktionieren, haben, glaube ich, nicht so die Option, dass du es dir irgendwie, also dass du es irgendwie leichter machen kannst an sich. Also habe ich zumindest keine gesehen oder eingestellt. Das ist zum Aber Beispiel an das sich. Dramatischste eigentlich, dass du nicht mehr ganz zum Anfang zurückgesetzt wirst, wenn du stirbst, sondern dass du zum Anfang des Levels zurückgesetzt wirst. Ach Was ein so, recht dramatischer ja. Unterschied ist dann.
Bei mir immer am Anfang, aber das ist ja auch bei einem Kartenspiel gleich auch noch ein bisschen anders, weil du ja irgendwie willst, dass du mehrere Läufe hast und die alle ein bisschen anders sind und du andere Kartenkombinationen ausprobieren kannst und so. Und die gehen auch immer recht schnell, finde ich, die Läufe. Also sofern man nicht irgendwie komplettes Glück hat und einfach das komplette Abrissbild zusammenbaut oder so zufällig, weil das passiert gar nicht so oft. Hier ist es schon ganz nett, weil wenn du dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad dich doch mal irgendwie 4, 5 Level weit gekämpft hast und dann einfach wegen einer blöden Kleinigkeit irgendwo stirbst, dann nicht ganz zurückgesetzt zu werden, macht es deutlich motivierender. Es hat, glaube ich, auch extremes Aufregpotenzial. Also, wenn man tatsächlich irgendwie weit vorne, also ich kann es mir vorstellen, wenn ich jetzt bei, habe ich Slay the Spire, wenn ich da zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, wie weit vorkommen würde oder sowas, mehrere Bosse oder so, ich glaube, da würde ich auch richtig salzen. Das Aber wäre schon fies, wenn man dann, also vor allem, wenn es nicht so ist, okay, der Gegner ist sowieso viel zu stark, den hätte ich eh nicht mehr geschafft, sondern wenn es halt wirklich nur wegen irgendeiner Kleinigkeit ist, weil man vergessen hat, ach shit, die Karte hatte ich auch noch auf der Hand oder irgendwie sowas. ja, an einer Stelle blöd runtergesprungen, irgendwie 3 Gegner übersehen, Pech gehabt. Bitte Das von vorne. Ja, nein. Hades richtig gut, weil der das ja in so eine Story verpackt, also das Spiel. Das Das immer macht's wieder nicht so. besser, wenn du fast am Ende bist. Das stimmt, aber es fühlt sich, Es fühlt das sich Coole nicht ist ganz halt, so nach dass es, Strafe an, ne? ja, und genau, und du hast immer das Gefühl, dass egal was passiert, es ist immer wirklich Teil des Spiels und du wirst nicht so zurückgesetzt, auch wenn das faktisch passiert. Das Das stimmt. ist dann ganz Ja, für eine cool. Weile hatte ich auch den Eindruck, aber irgendwann war es dann doch so, ja, nee. Weiß Okay. gar nicht, in welchem Durchgang dann, aber New Game Plus war dann irgendwann anstrengend, ja. Aber für mich ist tatsächlich auch so, ich glaube, wenn man das jetzt so hart auf hart beantworten müsste, würde ich tatsächlich auch sagen, ich finde Roguelites auch insgesamt einfach angenehmer, weil es eben die Erweiterung ist und weil es einfach nicht immer so einen Frustfaktor hat. Ja. Ja, gewisse Komfortfunktionen mag ich auch, Ja. also bevorzuge ich auf jeden Fall. Ja. Ja, der Gebe zu, ich Flow, bin da genau. auch alles Also. andere als true. Da gebe ich dir völlig recht. Es ist halt dieser Flow-Faktor, der darf halt nicht verloren gehen. Ich meine, wenn Spiele das gekonnt machen, okay. Aber wenn es dann zu frustrierend wird oder auch wirklich nur um das, ah, ich bin so cool, weil ich halt das Auswegens ist, dann, nee, nö. Oh, bei Get Dead Cells gibt es ja in den Foren interessante Debatten zwischen den Leuten natürlich, die halt nur True spielen und richtig Modus und den Losern wie ich, die halt Custom-Modus bevorzugen. Und ja, das ist schon dann, der Coolness-Faktor ist definitiv vorhanden bei der einen Gruppe. Ich lasse jetzt mal offen, bei welcher. Ja. Das Wichtigste ist eh, dass sich das Spiel cool anfühlt, wenn man es ja immer wieder spielt. Also zum Beispiel bei einem in Dead Cells, selbst wenn ich da ständig drauf gehe, das macht immer Bock zu Ja, zocken. finde ich So. auch, ja. Und ein total einfaches Spiel, was aber keinen Bock macht zu spielen, das würde ich viel eher zur Seite legen. So am Ende ist das tatsächlich viel entscheidender als die Details. Die Spielmechanik muss immer passen. Das ist richtig, ja. Zumal, ich meine, wir sind beide alt genug, dass von vorne anfangen ist halt normal, wenn du die Konsole gesettet hast. Das ist der Gedanke, kam mir Was? auch, ich weiß. War nicht alles Roguelikes früher? Eigentlich, ich weiß gar nicht. Okay, sie hatten Was keine. hat denn Rogue? Achso, das, außer das Prozedurale war am Anfang eigentlich das Besondere bei Rogue. Prozedurale, das sind die Rollenspielelemente, das kommt, das zählt da, glaube ich, schon Weil, mit rein. Aber ja, aber von neu vorne angefangen gestartet ist ist jedes irre. Spiel, Ja, ja. verdammt. Weil das alles aus der Spielhalle noch quasi kam. Und da hat es sogar Geld gekostet, neu zu starten. Oh ja, Guck so dir das mal. Spielhallen-Games auch ganz schlimm. Ja. Eigentlich Tja, sind die die OGs, Rogues. Das stimmt. ja. Ich habe auch letztens gelernt, dass OG Spielhalle, was 1990, Double Dragon 3 hatte kostenpflichtige DLCs in der Spielhalle. Oder nicht DLCs, sondern Items. Du Wirklich? konntest, ja, das wusste ich auch gar nicht. Ich habe das wirklich irgendwo zufällig gesehen. Und Wie du gingst krass. dann in einen Ingame-Laden und hattest dort, konntest deine Lebensenergie wiederherstellen, konntest eine Waffe kaufen. Aber Ja. alles mit Münzeinwurf. Und Alter das Schwede. 1900, Microtransactions 1990. Ich dachte, ich falle vom Stuhl. Ja, ist alles nicht neu. Die Welt ist viel Fing schlechter, als ich dachte, und sie fing viel früher damit an. früher an, ja. Oh ja, oh ja. Ich hatte mich letztens auch mir fällt der Name nicht mehr ein, einen Ego-Shooter erinnert, bei dem man Munition für Echtgeld kaufen musste. Das waren winzige Beträge, aber das war tatsächlich deren Geschäftsmodell. Völlig verrückt. Also so generell oder nur so besondere Munition? Nee, tatsächlich jede Munition. Das war so, genau, war ein reiner Multiplayer-Shooter.
Und Muni hat da einfach Geld gekostet. Ja, du hast einen Einsatz gehabt. Ich glaube, du Stimmt, konntest auch was komplett. zurückgewinnen. Das war crazy. Hat sich nicht lang Stimmt. gehalten. Ja, ich erinnere mich, da war irgendwas. Irgend so ein Kurier-Ding war das, oder? Ah, das weiß ich nicht mehr. Die Details habe ich verpennt. Lange ist der. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, Roguelite, Weiß Like-Log-Lite. ja. Der Schmerz des Wiederanfangs quasi. Also wir können festhalten, wir liken die Lights oder so. Das ist gut. Schlecht, ja. Du machst die besten Unterzeit. Das ist einfach Stimmt. so. Da gehen wir nicht mit hinkommen lassen. Hab's mir auch Ja. gerade Du bist aufgeschrieben. unschlagbar, was das angeht. Anna, notierst dir einfach. Es wird nicht besser. DayZ war doch im Grunde auch ein Roguelike. Bei jedem Tod Jo. warst du wieder ganz am Anfang an einem blöden Strand. Jo, Prozedural ja. war die Welt. Kommt ganz gut hin. Ich meine, es ist faszinierend, dass das Rogue überhaupt nochmal so wiederkam, weil ich meine, vor 2010, also ich würde sagen, zwischen 1988 und 2010 hat keiner das Wort Rogue ausgesprochen, oder? Wann kam denn? Jedenfalls nicht bewusst. Wann, ach so. Ich glaube, es gab immer ein paar Roguelikes, aber das war, also Nische ist noch fast übertrieben. Ja, so ein bisschen die Japaner hatten so ein bisschen diese prozeduralen Wander-Dungeons mit Aufleveln, glaube ich. Ich meine da mal so ein, zwei Sachen auf der PlayStation gespielt zu haben. Aber verschwommene Erinnerung. Ich glaube, es kam in den Indie-Bereich ja erst so richtig durch hier Binding of Isaac und sowas. Und Das hat so dann. um 10 rum. 2010, 2007, 8, irgendwie sowas waren die frühesten, glaube ich, davon. Und dann fanden es halt alle wieder cool. Ich glaube, da kamen so ein paar Sachen zusammen. Zum einen, dass anspruchsvolle Spiele, also auch schwere Spiele, so ein bisschen wieder in waren. Und vielleicht auch die Notwendigkeit, dass Indie-Spiele geschaut haben, wie sie mit relativ geringem Aufwand Inhalte erschaffen können, quasi. Daher das Prozedurale. Ja. Und dann kam das so ein bisschen zusammen. Macht Ja. Das macht Sinn auf jeden Fall. Ja. Mein erstes Rogue war noch das waren diese traurigen 3 Wochen, wo ich einen Computer ohne Grafikkarte hatte. Und das erste Rogue lief in ASCII-Code. Das lief halt da drauf. Stimmt, stimmt. Das war so 88 oder irgend sowas. Ja. Das ist Hast mein du es N. gespielt? Ich habe es ein Weilchen gespielt, ja. Und ich hatte Okay. ein N, das war da mein Ninja. Und der wurde von einem D folgte ihm, das war der Dog. Wir waren immer auf der Suche nach F, weil das war Food. Nicht der Feind? Nee, ich weiß gar nicht mehr, was die Feinde waren. Wahrscheinlich eh, oder? Es Enemy. war Muss ja eh gewesen sein, abstrakt. ich weiß. Ja. Aber es war das oder Text Adventures, also. Naja. Da war das schon voll interaktiv und dynamisch. Ich habe letztens so ein richtig geiles japanisches Roguelike gefunden. Das heißt Super Bullet Break. Und jetzt bin ich ein bisschen süchtig danach. Wollte ich nur kurz Erzähl einwerfen. mehr davon, ich brauche was Neues. Es ist Irgendwie aber. muss ich den Fluch von Dead Cells brechen. Es ist sehr Als ob das möglich wäre. waifu-lastig. Super Bullet Break? Ja. Es ist sehr waifu-lastig. Ich wollte gerade sagen, das ist so das, wo ich einfach schulterzuckend vorbeiscrolle im Switch Store und Aber sage, es macht Spaß und es ist echt gut. da steht doch was von Strategie-Deckbilder. ja, eigentlich nur Und bisschen. warum sind dort wieder Schulmädchen? Bestenfalls, also werden sie immer jünger oder kommt mir das nur so vor? Nee, In seltsamen eigentlich Posen. nicht. Also, ich fand es jetzt nicht so krass, als ich es gespielt habe. Das Nee, ist da gibt es praktisch. andere Sachen im Switch Store, ohne Frage. Nintendo hat da echt die jegliche Kontrolle und Charme aufgegeben, was das angeht. Ja, Also, stimmt. Im ja, Switch Store, Anime das Porn ab 16 bevorzugt, der wird so finde ich auch glücklich so werden. krass, weil in Japan wird das ja so sehr als Family-Plattform gesehen. Ja. Ja, Bei uns also auch, oder? eigentlich Dachte ich. schon. Und dann gehst du halt die Hitlist der besten Sonderangebote im Store durch und spätestens beim dritten hast du irgendwas mit Waifu für Ja. 99 Cent. Okay. Aber auch so richtig Trash-Games einfach nur. Es ist also alles Müll. Ich hatte ja mal ein, zwei von diesen Dingern für den einen Artikel da runtergeladen. Echt? Das war einfach purer Junk. Okay. Cool.
Außerdem auch für die anderen Bedürfnisse wirst du wahrscheinlich besser fündig, wenn du in der Lage bist, Google zu benutzen und du musst nicht mal den Safe-Filter ausschalten, weil ich glaube, das fiel alles noch in diese Kategorie. Dass Nintendo da jetzt nicht irgendwie ein bisschen mehr zwischengeht und diesen ganzen Mist mal aussortiert, weil es ist pure Geldverschwendung am Ende. Klingt Keine das, Ahnung, ja. ich bin für Jugendschutz. Ich verstehe auch nicht, wie das da funktioniert. Weil, dass es bei Steam nicht gefiltert werden kann, okay, kann ich irgendwie verstehen. Aber Gut, aber Steam ist auch Wild West, das war schon immer so. ja, eben. Und das ist ja Da auch ist von der halt alles Masse drauf. einfach viel, viel mehr, was dort landet, als auf der Switch. Ich weiß gar nicht, das gibt es nicht auf der PlayStation und Xbox, oder? Diesen ganzen Kram. Oh, das ist eine gute Frage. Ich ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wonach ich suchen soll. Also ich denke bei der Xbox eh nicht seit dem Game Pass, weil das ja eh so kuriert ist. Obwohl, Ja, im nee. Game Pass nicht, aber Verkaufssachen können sie ja trotzdem machen dann. Stimmt, ja. Weil ich sage mal, Nintendo würde den Kram ja rausnehmen, wenn es keiner kaufen würde, nehme ich an, weil den Image-Schaden braucht man ja eigentlich nicht, wenn man damit kein Geld verdient. Das stimmt, ja. Vielleicht die Frage, mit welcher Berechtigung Sie das dann rausnehmen und wie Sie es, ja, wie Sie rechtfertigen können, wenn sich jemand beschweren würde von den Entwicklern. Keine Du meinst Ahnung. unter Zensuraspekten? Quasi, ja, oder welche Richtlinien Sie halt dann erst einführen müssten, um das legit machen zu können. Also Ich finde es als Spiel und als Porn halt ein bisschen peinlich, was da passiert. Also insoweit kann ich an ihren Qualitätsanspruch, in egal welche Richtung, appellieren wollen. okay. Was genau passiert da? Was sind das für Spiele? Ich habe echt keinen Plan. Martin hat Also, einen sehr guten Artikel dazu. was war der? Es gibt lauter Spiele für Perverslinge auf der Switch oder so. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Es waren halt die üblichen Anime-Klischees, die du halt so leicht bekleidete Halbschulmädchen und davor hast du halt einen schlechten Shoot'em-up oder irgendwas gesetzt bekommen. Ah, okay. Also es Okay. war aber auch so von der Qualität her, zeichne meinen ersten Anime und programmiere das erste Ballerspiel. Klasse, ja. Also insoweit ist es einfach Abzocke, das ist der Punkt dabei. Es ist weder das gut in die eine noch in die andere Richtung irgendwie. Und gerade die Switch als Plattform, wo eher Jugendliche bis Kinder unterwegs sind. Ja, man muss halt gucken, wo man seinen Porn herbekommt. Also, und dass Nintendo das jetzt irgendwie dann auf seiner Plattform, die eigentlich als kinder- und jugendfreundlich gilt, ich weiß nicht, Ja. fordert, aber verkaufen tut sich der Kram ja anscheinend gut. Aber was heißt, man muss gucken, wo man das herbekommt? Das bekommt man doch quasi überall her. Ich meine, es reicht doch alleine, irgendeine Social Media Plattform zu nutzen, egal welche. Gebe zu, anscheinend ist Also. mein Facebook-Leben sehr viel behüteter als deins. Vielleicht ist Facebook da noch die Ausnahme, aber ich meine jetzt eher so mit Bild- und Kurzvideoformaten irgendwelche Plattformen. Wenn du Hört das man. sagst. Ja. Ja, keine Ahnung. Insoweit, ich finde das wirklich einfach alles surreal, was da auf den Nintendo-Plattform passiert. Weil es eigentlich gegen ihr Image läuft, die Qualität Ja, ist das finde ich auch unterirdisch. komisch, ja. Aber ich meine, gerade bei Steam, ich liebe das, wenn ich zwischendurch auf YouTube ein Video angezeigt bekomme, das mir irgendwie 10 neue dumme Trash-Games zeigt, die es da halt so gibt. Also dafür feiere ich das ein bisschen, dass es Die sind das meistens aber auch ganz gibt. lustig. Diese Spiele sind ja nicht mal wirklich lustig oder irgendwas. Das ist ja auch nicht mal wirklich trashig, sondern es ist einfach nur so Oh, ah, der doch. Also unterste ich hatte. Bodensatz der Programmierkunst halt. Hatte ich letztens tatsächlich auch ein Video von Alexi Bexi. Der hatte da, glaube ich, welche rausgesucht und der regt sich immer furchtbar gerne über Dinge auf. Und der hatte da auch ein Volleyballspiel, wo du eigentlich die ganze Zeit nur stehen kannst und gegen die Wand spielen kannst, während du auf dem Spielfeld gibst, weil es nicht mal irgendwie Mechaniken dafür gab, dass du rüberspielen musst oder dass es wirklich Regeln gibt. Und die Steuerung war komplett scheiße und ach, keine Gut, Ahnung, nur jetzt packt Spiele noch in die halbnackte Richtung. Anime-Bilder im Hintergrund und du hast ungefähr das Niveau, was Nintendo da fährt. Nee, es waren tatsächlich recht normale, aber du hättest nicht mehr erkannt, wenn es nackte Anime-Frauen gewesen wären, weil es so verpixelt war. Okay, dann ist also Ach ja. PlayStation 1.6. Sowas gab es auch mal. Ich habe jetzt mal bei PlayStation geguckt, alles unter 30 Cent und tatsächlich ist es da nicht so. Alles unter 30 Cent. Ich glaube, so billig sind die auch nicht auf Nintendo. Oh, okay. Ich glaube, da geht es erst beim Euro los. Ein bisschen was will man ja noch verdienen. Die Nachfrage regelt den Preis, ne? Gottes, es wird immer schlimmer, ey. Welchem Thema sind wir eigentlich gestartet? Es war nicht das. Ach ja, auf jeden Oh Fall richtig Gott. komisch. Ich finde es auch komisch. Es ist. Passt auch irgendwie für mich vorne und hinten nicht. Ja.
dabei nehmen sie sonst Rechte und so Dinge immer recht ernst. Also. Ja, das stimmt. Die sind eigentlich sonst immer recht Damals haben sie noch vorsichtig. gegen Sega gedisst, dass es sowas niemals auf einer Nintendo-Plattform geben Stimmt. würde. Das Das passt auch ist, nicht zum wie Image. ist es, nicht Double Switch, sondern Fright Night war es auch nicht. Wie ist denn dieses Skandal-Full-Motion-Videogame, was damals auf Sega-CD dafür gesorgt hat, dass es irgendwann eine Alterseinstufung in den Spielen gab? Weiß ich nicht. Oh Gott, wie hieß das? Sega-CD-Horror-Game. Ist Und das die Aussage war, indiziert? dass es dieses Spiel niemals auf Nintendo-Plattform geben würde, im Ach, wortwörtlich im Gerichtssaal gesagt. dieses Filmspiel, oder? Ja, Da, wo ja. man so Kameras regulieren konnte. Genau, Sega-CD-Horror-Game. Kann nicht so viele geben. Monster irgendwas, oder? Warum weiß ich das? Frage mich auch. Ich glaube, es kann man in einer sehr guten Das Netflix-Serie gibt es schauen. auch im Net Night Trap, genau. Night Trap. Night Trap. Und Night Trap gibt es auf der Switch zu kaufen. Ich meine, Sie der Name haben vom Spiel gelogen klingt nicht damals. mal so furchtbar, aber. Das ist ja schon Nicht fast nur der Kulturgut. spielerische Anteil ist furchtbar. Der Film, der passierte, war eigentlich ganz okay für einen Trash-Movie der 80er oder der 90er. Glaube, die wollten das doch gar nicht so schlimm machen. Es sah nur immer so aus, weil die dann irgendwie so komische Anzüge für die Budgets oder so nutzen mussten. Und dann haben die irgendwie nicht gecheckt, wie es am Ende gewirkt hat. Also das Titelbild sieht schon mal ganz furchtbar aus und ich sehe, dass das sogar 12 € kostet. Nun, damals Also ist auch musstest du die ein 25 bisschen Jahre mehr Geburtstagsedition. geil. investieren, um dieses Vergnügen zu haben. Soweit 12 Euro ist okay. Geil. Nein, kann ich keinen empfehlen, das war furchtbar. Technisch gesehen, glaube ich, nicht mal ein Spiel. Nee, ich hoffe mal, das merkt sich Google jetzt nicht für meinen Algorithmus. Da gibt es noch mehr. Es war auch keine lange Reise, es eskalierte ziemlich schnell irgendwie. Irgendwie schon, ja. Ich bereue es, das Spiel genannt zu haben. Ja. Stimmt, Anna ist schuld, ja, ich erinnere Wie mich. immer. Aber war das nicht der Sinn, teilweise bei irgendwelchen Fragen einfach ein bisschen abzudriften? Diesen Ja, Job aber haben wir gut gemacht. ja. Nachdem wir zwei Runden ein bisschen gescheitert sind in diesem Punkt, haben sie in Runde 3 alles wettgemacht. So ist es. Entschuldigung. Dann danke ich euch, dass ihr wieder mit mir ein bisschen gequatscht habt und wir sehen uns nächste Woche. Falls ihr noch Fragen habt, lasst uns die gerne natürlich auch in den Kommentaren da. Wir haben mittlerweile ein paar Zuschauerfragen, aber leider ist heute keine dran gekommen. Vielleicht ja nächste Woche. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.